Es ist der Geburtstag meiner Frau. Sie kommt in die Küche in der Früh und sieht die große Aufschrift auf dem Küchenschrank, Happy Birthday, Mom. Und ein kleiner Luftballon, der auf dem Wasserhahn hängt. Sie schmunzelt und freut sich, dass ihre Kids und ihre Familie an sie gedacht haben. Das Geschenk ist allerdings noch nicht fertig. Auf den weiteren Stationen ihrer morgendlichen Routine folgen weitere Luftballons. Im Bad, Garderobenschrank, Schuhschrank, Autoschlüssel. Genau, Autoschlüssel. Auf dem Weg zum Garten ins Auto. Und spätestens hier beim Auto beginnt sie zu denken, oh, das könnte noch nicht fertig sein. Das Geburtstagsgeschenk könnte noch andauern. Und tatsächlich, es folgen weitere Luftballons. Sie steigt ins Auto und auf der Bundesstraße, auf jeder Straßentafel, alle paar hundert Meter kommen weitere Luftballons, auf jeder Brücke, auf jede Straßengabelung, bis hin zum Kindergarten, Luftballons, Luftballons, Luftballons. Und mit jedem Luftballon weitet sich ihr Herz, ihr leises Schmunzeln, ihre leise Freude verwandelt sich in immer lauteres Lachen, in die große Begeisterung und auch die Freudentränen kommen immer mehr. Auf dem Weg zum Kindergarten oder im Kindergarten angekommen, kommen die Kolleginnen noch dazu und fragen sich, was es mit diesen Luftballons auf sich hat. Und ich sage, sie darf diese tolle Geburtstagsüberraschung noch einmal mit den Kolleginnen teilen und zelebrieren. Auf dem Weg nach Hause noch einmal dasselbe Bild. Sie sieht alle diese schönen Luftballons, die zu ihren Ehren hängen. Und sie fühlt sich einfach sehr wohl. Und die Kinder haben hier eine coole Designleistung vollbracht. Sie haben die Freude designt entlang des Weges, meine Frau in der Früh. Und sie haben ihr einen ganz besonderen Gefühl beschert. Nämlich, meine Frau fühlt sich durch dieses Geschenk verstanden, sie fühlt sich gesehen, sie fühlt sich wertgeschätzt und sie fühlt sich abgeholt. Ihr Herz weitet sich, der Beziehungsraum zu den Kindern weitet sich, es entsteht neue Beziehungsqualität, es entsteht Liebe und das ist auch die Grundlage für Beziehungswachstum. Und wenn Unternehmer auf diese oder ähnliche Art und Weise ihre Kunden verstehen, abholen, auch begeistern und auch sogar zu Tränen rühren, dann entsteht auch ein Wachstum. Dann entsteht jedenfalls ein Markterfolg, aber entsteht sehr häufig auch ein Marktwachstum. Schauen wir uns mal ganz genau an, wie die Kinder agiert haben. Nämlich, sie haben agiert wie echte Beziehungsdesigner. Oder wir sagen dazu Relation-Centered Design. Was sind jetzt die Bedingungen von diesem Relation-Centered Design? Wie haben die Kinder agiert? Erstens, es geht ums Lieben. Das heißt, die Kinder haben wirklich die Mama geliebt oder lieben sie. Das heißt, es geht nicht um sie, sondern es geht um die Mama. Das ist die erste Bedingung. Die erste Bedingung ist, dass man auf sich selbst nicht denkt, sondern an das Gegenüber. Zweite Bedingung ist Verstehen. Das heißt, sie müssen sich wirklich mit der Mama auseinandersetzen. Sie müssen wissen, wohin sie geht und auf welche Geschenke sie steht. Und sie müssen ihre Journey ganz genau verstehen. Und das haben sie sich auch sehr, sehr gründlich und minutiös auch überlegt. Und erst wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, erst dann können sie gestalten. Und den Designjob könnten sie erst relativ spät in der Nacht machen, nämlich dann, wenn die Mama zu schlafen gegangen ist. Also sie müssen sich dann überwinden in die Nacht hinein. Es hat geregnet und alle diese Luftballons entlang der Bundesstraße aufhängen. Es hat 3 Stunden lang gedauert. Erfüllt man nur die ersten zwei Bedingungen, nämlich Verstehen und Gestalten, ist es nicht genug. Es ist nicht genug, weil wenn man nur versteht aus Sicht des eigenen, wenn man nur versteht ohne Liebe, durchbricht man nämlich nicht den Zirkel des eigenen. Man bleibt immer bei sich, man bleibt als Unternehmer auch bei den eigenen Produkten, bei den eigenen Dienstleistungen. Man stoßt nicht vor in etwas komplett Neues. Erst die Liebe ist sozusagen das, was öffnet, was komplett neue Designpotenziale hier öffnet. Erst die Liebe durchbricht das, was wir immer schon gemacht haben und kommt zu etwas komplett Neuem. Das heißt, je besser diese Beziehung zu diesem Gegenüber, je tiefer diese Beziehung, umso größer sind auch die Designpotenziale. Viktor Frankl hat uns ein Vermächtnis hinterlassen. Er hat gesagt, in einer Beziehung kann ich mich auf den Genuss oder auf die Lust konzentrieren. Und wenn ich das tue, verfehle ich sehr häufig die Beziehung. Stattdessen hat uns der berühmte Psychologe und KZ-Überlebender empfohlen, sich auf ein Du einzulassen, auf ein Gegenüber.
eine Beziehung einzugehen. Und wenn man diese Beziehung eingeht, wenn man wirklich bei diesem Du ist, wenn es um uns nur um dieses Gegenüber geht, dann ist das, was sich daraus ergibt, ist Genuss oder die Lust. Aber steuert man diese Genuss oder die Lust zu früh, ohne sich auf den anderen einzulassen, dann ist die Folge daraus eine Neurose. Es gibt auch im unternehmerischen Bereich eine Neurose. Wenn die Unternehmen zu stark auf den Markterfolg abzielen, wenn sie an ihre Quartalszahlen denken, wenn sie an ihre Umsätze denken, wenn sie an ihre Produkte und Technologien denken und wenn sie nicht ausreichend genug auf den Kunden und ihre Bedürfnisse denken, dann entsteht auch hier eine Neurose. Das heißt, der Viktor Frankl, also seinem Gedanken gemäß, geht es darum, dass man sich zunächst einmal auf den Kunden und ihre Bedürfnisse konzentriert, dass man bei ihnen ist, dass man ihnen etwas Gutes bieten möchte. Daraus ergibt sich dann von selbst das, was wir Markterfolg nennen. Konzentrieren wir uns allerdings zu früh darauf, dann folgt eine unternehmerische Neurose und das bedeutet Kundenblindheit, Produktflops und auch nachlassender Markterfolg im Laufe der Zeit. Der Inbegriff einer Beziehung ist das Verliebtsein. Wenn man verliebt ist, dann ist man nur beim Gegenüber, bei einem Du. Dann geht man in den komplett auf. Man geht sogar so weit auf ein Gegenüber, dass man auch sich selbst einen Affen macht. Und das ist überhaupt komplett egal, weil es geht überhaupt nicht um uns. Wir sind nur bei dem anderen. Wir lauschen, wir überlegen uns immer, wie wir dem anderen etwas Gutes tun könnten, wie wir ihn begeistern könnten, wie wir ihn erwischen könnten. Es geht nur um das. Und in dem Ausmaß, in dem wir beim anderen sind, bekommen wir nämlich ein Geschenk zurück. Und das Geschenk der Du-Zentrierung in einer Beziehung ist die Kreativität, ist die Lebendigkeit und ist auch eine extreme Leistungsfähigkeit. Interessant, erst wenn wir beim anderen sind, beginnen wir wirklich zu brennen und beginnen wir auch coole Leistungen zu produzieren, sind kreativ. Das Pendant des Verliebtseins auf der unternehmerischen Ebene sind die Startups. Sehr häufig sind das die Startups. In keiner anderen Unternehmensphase gibt es so viel Kundenzentrierung wie in einem Startup. Dort sind die Unternehmer komplett auf den Kunden ausgerichtet. Es geht einfach nur darum, da coole Leistungen zu bieten, Kundenprobleme zu lösen. Wir haben einen komplett unverbauten Blick auf den Kunden. Wir denken nicht an unsere Quartalszahlen. Und auch hier bekommen wir ein Geschenk zurück, nämlich auch hier die Kreativität. Sehr viele Startups sind sehr innovativ, sehr viele Innovationen kommen. Genau aus diesem Prinzip heraus, dass man sich an den anderen verschenkt, dass man für wen anderen etwas Gutes tun möchte. Das Ergebnis daraus ist komplette die Performance, also weil man Tag und Nacht bereit ist zu handeln. Und auch eine extreme Lebendigkeit, also die Startups brennen. Genauso wie man in einer verliebten Beziehung brennt, so brennt man auch in einem Startup. Und wie der Teufel das so will, scheint eine Du- oder eine Kundenzentrierung in einer Beziehung oder auch eine nachlassende Fähigkeit zu sein. Am Anfang ist der andere das Ein und Alles, der Kunde, es geht nur um den Kunden. Im Laufe der Zeit verliert er allerdings seine Bedeutung und es geht immer mehr um mich. Und in dem Maße, in dem das geschieht, verlieren wir nämlich auch diese tollen Geschenke, die man bekommt, indem man bei dem anderen ist. Nämlich, das ist die Kreativität, das ist unsere Lebendigkeit und das ist auch die Leistungsfähigkeit. Sie scheinen irgendwie verloren zu gehen. Und das ist auch schade. Und damit das nicht geschieht, sollten wir jedenfalls zwei Dinge beherzigen. Nämlich, es geht einerseits darum, dass wir auf jeden Fall versuchen, bei dem anderen zu bleiben, dass man sich auf ein Du einlässt und andererseits, dass wir uns selbst nicht zu wichtig nehmen. Das sind zwei Dinge, die wir versuchen sollten zu bewerkstelligen. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Das ist auch kein Schalter, den man umlegt, sondern es ist ein Regler. Es ist etwas, was man einübt im Laufe der Zeit, diese Denkweise. Und um das einzuüben, gilt es, folgende drei Prinzipien zu beherzigen. Erstens, Beziehungsqualität vor Eigennutzen zu halten. Das Denken und Handeln immer stets auf das Gegenüber auszurichten. Zweitens, es geht darum, in Bedürfnissen zu denken und nicht in Lösungen. Der Kunde, so hat uns ein weiser Professor überliefert, braucht keine Bohrmaschine, sondern ein Loch in der Wand. Und er braucht nicht einmal ein Loch in der Wand, sondern eigentlich ein Bild an der Wand. Wenn wir in Bedürfnissen denken, laufen wir nicht Gefahr, dass wir uns zu stark in unseren Lösungen, Produkten, Technologien verlieren. Es geht um die Bedürfniserfüllung des Kunden. Es geht darum, bei dem anderen da zu sein.
Es geht auch darum, entsprechend zu kommunizieren in Bedürfnissen. Wenn Sie Waschmaschinen verkaufen, sagen Sie trockene Wäsche und nicht 1600 Umdrehungen. Auf diese Art und Weise sind Sie bei den Bedürfnissen. Und drittens, unendliches Spiel vor dem Endlichen. Was meine ich damit? Auf dem Weg zum Center Court in Wimbledon, also zum berühmtesten Tennisturnier der Welt, kommt jede Tennisspielerin und jeder Tennisspieler neben einem Spruch vom Kipling vorbei. In dem Spruch heißt es sinngemäß: Wenn du den Sieg oder die Niederlage auf die gleiche Art und Weise erachtest, dann wirst du ein Mensch. Der Kipling spricht sogar von zwei Hochstaplern. Ja? Also das heißt, der erste Hochstapler ist es, unbedingt gewinnen zu wollen. Der zweite Hochstapler ist es, die Niederlage unbedingt vermeiden zu müssen. Und erst, was ist das Dritte, worauf wir uns dann fokussieren sollten, wenn es nicht darum geht, die Niederlage zu vermeiden oder Sieg anzusteuern? Er sagt, es geht ums Spiel. Wenn wir rausgehen und spielen wollen, wenn wir immer wieder ein besserer Tennisspieler werden wollen, dann kommt uns, und das ist wiederum dieselbe Mechanik, dann kommt uns der Sieg, der Gewinn, der Markterfolg wiederum von selbst. Das heißt, indem ich schaffe, mich nicht in meinen endlichen Zielen, die vor mir liegen, indem ich schaffe, die nicht allzu wichtig zu nehmen, sondern mich in etwas Größerem zu verankern, in dem Maße bekomme ich wiederum ein Geschenk. Und das ist die Kreativität, das ist die Leistungsfähigkeit. Das heißt, die Sieger, die echten Sieger, denken nicht unbedingt daran, nur gewinnen zu wollen, sondern können sich in noch etwas Größerem verankern. Lassen wir noch einmal Viktor Frankl zu Wort kommen. Er sagt, wirklich Mensch wird der Mensch erst dann und ganz er selbst ist er nur dort, wo er in der Hingabe an einer Sache, in einer Aufgabe aufgeht, im Dienst an einer Sache und in der Liebe zu einer anderen Person sich selbst übersieht und vergisst. Er hat uns dafür auch ein Bild gegeben. Er hat gesagt, das gesunde Auge sieht sich selbst nicht. Und wenn wir uns als Menschen auch nicht selbst sehen, dann sind wir kreativ, dann sind wir innovativ, dann entstehen coole Dinge. Deswegen drei simple Botschaften für mit nach Hause nehmen. Erstens, lass dich auf Beziehung ein. Zweitens, werde dadurch selbst neu. Und drittens, gestalte damit eine sinnvollere Welt. Danke.